Hallo Dino-Menschen, ich habe ein bisschen durch Reddit gestöbert und habe euch eine Reihe von Fragen gesammelt, die ich in diesem Video heute beantworten werde. Ich weiß, eine Menge Leute warten jetzt gerade auf Aberration und ich will sicher gehen, dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, was so Arc-Sachen angeht und habe euch ein wenig Fragen zu dem Thema selbst gesammelt, aber auch zu anderen Arc-Themen. Also schauen wir uns die Fragen doch einfach mal an und schauen, ob wir sie beantworten können. Erste Frage, Arc-Mutationsraten auf verschiedenen Versionen unterschiedlich. Ich habe mein ganzes Leben auf der Xbox gespielt und ich habe es immer gehasst, Mutationen zu bekommen, bis ich an dem Punkt war, dass ich einfach meine Raten so hochgestellt habe, dass ich gar keine Mutation brauchte. Ich habe vor kurzem die Steam-Version von Arc bekommen und habe angefangen, meine Dino-Army zu züchten. Die ersten zwei Dinos, die ich habe schlüpfen lassen, waren mutiert. So sind die Raten auf Xbox so schlimm oder war ich einfach nur lucky? Die Raten sind tatsächlich die gleichen. Ich glaube, du hast einfach nur sehr viel Glück gehabt. Ich hatte das selber schon, dass ich irgendwie 3 Wochen lang versucht habe, mit einer riesengroßen Dino-Gruppe Mutationen zu bekommen. Und ich habe gezüchtet, mehrere Hatches am Tag und ich habe keine Mutation bekommen. Und dann bin ich irgendeinem neuen Server gejoint und wollte eigentlich einfach nur Stats kombinieren. Und was dann dabei rausgekommen ist, dass ich irgendwie eine Doppelmutation hatte. Tatsächlich ist es einfach nur, eine Glückssache. Und du hattest in dem Fall sehr viel Glück. Nächste Frage. Wie füttere ich meine 18 hungrigen 30k Nahrungsrechse? Sie fressen einen Stack alle 5 Sekunden. Was zur Hölle soll ich machen? Ja, ich bin an dem Punkt auch gewesen. Mal ein paar Tage oder Wochen nicht auf dem Server gewesen und die Tiere draußen gelassen und alle waren hungrig, fast so an der Schwelle des Verhungerns und du hast den Futternapf voll gemacht und sobald du hingeguckt hast, war er schon wieder leer. Also was machen? Ja, Fleisch sammeln, Fleisch farmen. Eine andere Sache, die du vielleicht machen kannst, ist, und es ist ein bisschen teurer als jetzt Fleisch zu farmen, das wäre Kibbel zu füttern, denn Kibbel hat einen höheren Nahrungswert, dementsprechend fressen sie weniger. Aber Kibbel zu machen ist halt teuer und ich weiß nicht, ob sich das für dich rentieren würde. Eine andere Sache, die du vielleicht auch machen kannst, wenn du Zugriff auf Scorched Earth hast, das ist, dir eine Kettensäge zu schnappen. Denn selbst wenn du zum Beispiel jetzt eine richtig gute Kettensäge hast, dann bekommst du mehr Fleisch aus einem Dino, als wenn du ihn mit einem Dino, sei es jetzt mit einem Rex oder mit einem Giga, frisst. Allerdings kann es auch sein, dass wenn du mit einem Giga rumläufst und damit nur rumchompst, dass dieser Giga mehr Fleisch schneller bekommt, als wenn du absteigst, Kettensäge aufsteigst, absteigst, Kettensäge aufsteigen. Verstehst, was ich meine? Für die Zukunft, wenn du weißt, dass du nicht online sein wirst oder dass du nicht die Zeit hast, deine Tiere zu füttern, cryo sie einfach, denn das ist so viel einfacher, als sich später Gedanken zu machen. Hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht, aber für die Zukunft wahrscheinlich ein ganz guter Tipp. Nächste Frage, wird Aberration verschoben werden? Ich bin neugierig, ob Aberration vielleicht verschoben wird, weil alles bisher immer verschoben war. Irgendjemand mit Infos, ob es pünktlich erscheinen wird. Derzeit haben wir keine Infos darüber, ob Aberration noch einmal verschoben wird, weil wir sind ja eigentlich schon auf dem verschobenen Termin. Eigentlich sollte es, glaube ich, im Juni oder im Juli rauskommen. Aber bisher habe ich jetzt nichts gehört, dass es nochmal verschoben werden sollte. Und selbst im letzten Community Crunch hieß es ja auch, dass Erscheinungsdatum am 4. September sein wird. Hätten sie am Wochenende Ahnung gehabt, dass sie es verschieben müssen, hätten sie wahrscheinlich kein Bild veröffentlicht mit dem Datum drauf. Also ich glaube nicht, dass es nochmal verschoben wird. Nächste Frage. Warum muss ich noch einmal bezahlen? Ich habe eben die Erwähnung von Bob's Tall Tales gesehen und dass es Bob Tall Tales 2 geben soll. Warum muss ich jetzt nochmal für ein anderes DLC bezahlen, nur um die Aberration-Sachen zu bekommen? Musst du nicht. Bob's Tall Tales 2 bedeutet nur, dass es der zweite Teil von Bob's Tall Tales ist, also von dem gleichen DLC. Wenn du das DLC schon hast, dann hast du Bob Tall Tales 1, das war für Scorched Earth. Bob's Tall Tales 2 ist für Aberration und Bob's Tall Tales 3 wird für Extinction sein. Und das ist alles nur ein DLC, für das du einmal bezahlst und du bekommst den Content für alle 3 Karten. Also es war nur ein Missverständnis, dass Leute dachten, dass sie jetzt dafür nochmal zahlen müssen. Müsst ihr nicht, alles nur ein DLC. Nächste Frage. Hilfe! Meine Freunde und ich wollen Arc zusammenspielen, aber ich und mein Freund sind auf der PS4-Version, mein Bruder hat die Epic Games-Version und mein Cousin ist auf der Steam-Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir zusammen spielen können? Und wenn ja, wie? Die Erwähnung von Epic Games zeigt mir, dass ihr auf Survival Evolved seid und hier gibt es leider keine Möglichkeit, wie ihr zusammen spielen könnt.
Leider, denn Survival Evolved hat sehr limitierte Crossplay-Funktionen. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie ihr zusammen spielen könnt, ist Windows 10-Version und Xbox oder Epic Games und Steam, aber da auch sehr limitiert, ohne Mods. Und ich glaube, dass PlayStation für sich ganz alleine ist. Es gibt leider keine Möglichkeit, wie ihr zusammen spielen könnt. Auf Asa ist es anders, da könnt ihr zusammen spielen im Crossplay. Aber Survival Evolved leider nein. Da müsst ihr euch schon auf einer Plattform treffen, die miteinander kooperiert. Sorry, keine positive Antwort hier. Nächste Frage. Wie kann ich einen Baby-Dino zähmen? Ich habe gerade erst angefangen zu spielen. Baby-Dino bedeutet Asa. Und hier gibt es eine sehr dunkle und sehr traurige Nachricht. Und das ist, wenn du das Elterntier tötest, dann kannst du das Babytier claimen. Es gibt aber auch eine positive Version, wenn du das Elterntier zähmst. Denn sobald das Elterntier gezähmt ist, zählt es automatisch nicht mehr als Elterntier und ist dementsprechend für das Baby nicht mehr verfügbar. Und dann ist das Baby auch claimbar. Nächster Post ist ja nicht mal eine Frage. Vivan-Linie ist fertig und das sieht richtig gut aus. Well done, guter Job. Eine Sache, die es vielleicht anders gemacht hätte, ist, dass alle Stats, die du wahrscheinlich nicht mehr leveln willst, dass ich da mit einer ungeraden Zahl angefangen hätte, damit ich auf 255 ende. Aber das ist wirklich das Einzige. Und dann hättest du einen Punkt pro Stat mehr bekommen. Aber ganz ehrlich, das ist auch Rosinenpickerei von meiner Seite. Gute Arbeit, sehr gut gezüchtet, hat wahrscheinlich eine lange Zeit gedauert. Nächste Frage. Ist das überhaupt erlaubt? Hallo, ich bin mit meinem Enki farmen gewesen und dann ist mein Spiel abgestürzt und ich hatte einen Rollback und habe das komplette Metall, das ich gefarmt habe, verloren. Ich bin sehr genervt gerade und geneigt dazu, mir das Metall einfach wieder reinzucheaten. Aber ist das erlaubt? Ich bin übrigens im Singleplayer. Und ich sag euch jetzt dazu mal meine Meinung, denn ich habe das auf Reddit so oft schon gelesen. Und zwar, wenn ihr im Singleplayer seid, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob ihr euch Sachen reinschietet oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ihr im Gottmodus spielt oder nicht. Es spielt keine Rolle, was ihr in diesem Spiel macht. Es gibt hier nicht eine Arc-Polizei, die sagt, das ist verboten, das dürft ihr nicht machen, sondern ihr spielt so in Singleplayer, wie es euch Spaß macht. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass wenn ihr Sachen reinschietet, dass dann dadurch die Herausforderung weg ist und dass euch das den Spielspaß wegnehmen kann. Aber das ist super individuell. Viele Leute brauchen diese Herausforderung gar nicht, sondern wollen einfach nur coole Sachen haben. Und ganz ehrlich, spielt so, wie ihr wollt. Das Einzige, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen grenzwertig, geht nicht online und gebt damit an, was ihr alles ehrlich erspielt habt, wenn ihr es euch reingecheatet habt, weil das hilft keinem weiter und das setzt nur seltsame Erwartungen an Spieler, die das Spiel nicht kennen und das dann online sehen. Auch wenn ihr zum Beispiel Server-Owner seid und auf einem Server spielt, der euch gehört und ihr Zugriff zu Cheats habt, dann cheatet euch nicht einfach was rein, wenn andere Spieler dafür arbeiten müssen. Das sind die einzigen zwei Ausnahmen, wo ich sage, okay, vielleicht ein bisschen grenzwertig. Aber ganz ehrlich, wenn ihr alleine im Singleplayer für euch selbst spielt, interessiert es wirklich niemanden, ob ihr euch jetzt was reingecheatet habt. Spielt so, wie es euch glücklich macht und spielt so, wie ihr Spaß habt. Gilt übrigens auch für Mods. Ich denke nicht, dass Mods Cheats sind. Ich weiß, ganz viele Leute sehen Mods als Cheats und Unsinn, absoluter Unsinn. Spielt so, wie ihr Spaß habt und wie das Spiel für euch am angenehmsten ist. Und es waren alle Fragen, die ich gefunden habe, um sie für euch zu beantworten. Wenn ihr selber noch einige Fragen habt oder wenn ihr selber noch Anmerkungen zu den Fragen, die hier im Video waren, habt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und ich freue mich sehr, eure Nachrichten zu lesen. Und wenn euch dieses Format gefällt, lasst es mich wissen. Denn dann weiß ich, dass ich in Zukunft vielleicht öfter mal so Videos machen kann. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!